Im heutigen Video habe ich meine Freunde in Roblox Brookhaven getrollt. Und vielleicht wurde ich sogar selbst auch getrollt. Naja, egal. Wascht euch auf jeden Fall erstmal die Hände, holt euch einen leckeren Döner, macht ein Dab und ich würde sagen, genießt das Video. Los geht's. Bist du bereit? Wir werden jetzt herausfinden, wer von uns beiden besser lügt. Okay, na dann würde ich mal sagen, let's go! Okay, für das Erste habe ich mir was ganz Spezielles ausgedacht. Nämlich, wir werden hier Folgendes tun. Hier einfach mal ein kleines Haus bauen und dann muss ich das Haus an Cedric beschreiben. Du hast kein Haus gespawnt. Ich habe ein Haus gespawnt, doch. Vielleicht, vielleicht ja auch nicht. Das ist auf jeden Fall das Haus, was ich jetzt gespawnt habe. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob Cedric da hinten im Rathaus das Ganze erraten wird. Nun denn. Also, was hast du denn für ein Haus? Ja, also ein ziemlich großes. Es ist, glaube ich, nicht so wirklich ein Haus, aber es ist auf jeden Fall ein Gebäude. Kein Haus. Okay, was ist es denn dann? Hat es ein großes Grundstück? Ja, schon, würde ich sagen. Okay. Und ist auf diesem Grundstück vielleicht so, keine Ahnung, so Pflanzen oder so? Also hast du einen Garten? Pflanzen? Ich würde sagen, jetzt gerade von dem, was ich sehe, also ein Garten ist auf jeden Fall da, aber Pflanzen nicht so wirklich. Okay. Gut, wenn das so ist. Und du sagst, das ist ein größeres. Hat es denn mehr als ein Stockwerk? Ja, auf jeden Fall. Okay, es hat mehr als ein Stockwerk. Hat es denn mehr als zwei? Ja. Drei? Nein. Zwei Stockwerke. Okay, was ist denn die Hauptfarbe deines Gebäudes? Ja, weiß. Weiß. Es ist ein weißes Gebäude mit zwei Stockwerken, welches einen Garten hat, aber keine Pflanzen und aber eigentlich auch kein Haus ist, sondern eher ein Gebäude. Okay, was für ein Gebäude ist das denn? ist es das Krankenhaus? Hä? Das könnte sein. Willst du das? Also, willst du sagen? Nein. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist nicht das Krankenhaus, ne? Nein. Okay, gut. Es ist nicht das Krankenhaus. Okay. Puh, das ist gar nicht so einfach. Hast du eine Garage? Nee, ich habe keine Garage. Keine Garage. Hast du eine Vorrichtung für einen Pool? Ein Pool, nee. Also nicht, du hast keinen Pool, aber du könntest einen Pool machen, wenn du eine Premium machst. Nein. Da würde ich sagen, du lügst. Hä, wieso? Ich glaube, dass jedes Haus einen Pool spawnen kann, außer die Rakete. Hä, aber vielleicht habe ich die Rakete. Ich habe gesagt, ein ziemlich großes Haus. Aber nicht mehr als zwei Stockwerke. Deswegen fliegt die Rakete für mich raus. Also hast du gelogen. Hä, aber okay, willst du es jetzt einloggen, dass ich gelogen habe? Ja, ich logge ein, dass du gelogen hast. Okay, dann würde ich sagen, Cedric, komm einfach mal zu mir. Okay, Cedric, da bist du auch schon. So. Also ich würde schon sagen, du hast gelogen auf jeden Fall, weil hier sind Pflanzen und das sind mehr als drei Stockwerke. Hä, du hast Garten gefragt. Im Garten sind keine Pflanzen. Hä, nein. Ich habe gesagt, dass, was habe ich denn nochmal gesagt? Es ist nicht gelogen, definitiv nicht. Aha. Also ich bin der Meinung, ich bin gut dabei. Okay, ich habe mich jetzt versteckt auf meinen richtigen Platz, wo ich auch hingehöre. Und ich würde sagen, Cedric, bist du soweit bereit? Ich bin auf dem Bürgermeisterstuhl. Ich bin auf dem Bürgermeisterstuhl. Okay. Oh, so, okay, ich stelle jetzt deine Fragen, los geht's. Hä, du musst jetzt mal ein bisschen so sagen, was willst du denn genau mir erzählen? Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Du musst mir jetzt sagen, ob du bei einem Haus stehst, stehst du bei einem Gebäude, hast du ein anderes Outfit? Ich stehe gerade in einem Gebäude. Du stehst in einem Gebäude, okay. Jawohl. Aber das Gebäude existiert schon, oder? Dieses Gebäude existiert, ja. Achso, nee, doch, ich hab's gespawnt. Du hast es gespawnt. Okay, ja. Ist es ein Haus? Ist es ein Haus? Es ist eine sehr schwierige Frage, tatsächlich. Hä? Du musst es so wissen, ob du... was ist denn das? Ich würde sagen, es ist ein Haus. Oh, Mann, ey, ist es eher eine Villa oder sowas? Es ist, nee, keine Villa ist es nicht. Okay, hast du eine Estate gespawnt? Nein. Hä? Aber sonst gibt's doch nur Häuser. Oh, oder du hast die Baustelle gespawnt. Hast du die Baustelle gespawnt? Das ist jetzt schon eine Frage. Also das ist aber ein Commitment. Du kannst ja jetzt nicht jedes Haus durchgehen und dann einfach so sagen, so ja oder nein. Also ja, hä? Du könntest ja auch einfach ja sagen und oder auch alten nein. Und ich müsste dann davon ausgehen, dass du nein, lügst, oder nein, ich habe nicht die Baustelle gespawnt. Okay, du hast nicht die Baustelle gespawnt. Oh Mann, nein. Ey. Aber warte mal, warum musst du denn so überlegen? Du hast die Rakete gespawnt. Nein. Hä? Aber was ist denn bitte kein richtiges Haus? Okay, dann beschreib mir mal ein bisschen, was du vor dir so siehst. Also, ich sehe hier gerade ein Bett vor mir. Daneben ist ein Sofa. Daneben ist ein Bild.
Bild. Sind auf jeden Fall auch ein paar Pflanzen drin. Der Boden ist ziemlich weiß. Ich habe einen Fernseher und einen Computer. Und es sieht ja eigentlich ziemlich gemütlich aus. Und du hast das Haus selbst gespawnt. Also nehme ich mal an, weil wo gibt es denn bitte einen Computer? Okay. Hat das Haus einen Pool? Das Haus hat keinen Pool. Das ist gelogen, weil jedes Haus hat einen Pool. Kannst du einen Pool spawnen? Okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung, was du jetzt gerade von mir willst. Also nagel dich nicht auf dieses Haus fest. Ob das ein Haus ist oder nicht, das würde jetzt jeder anders sehen. Aber es ist für mich jetzt keine Wohnung, deswegen würde ich es eher als Haus bezeichnen. Ja, eigentlich muss ich jetzt überlegen, keine Ahnung, du musst mir eigentlich schon ein bisschen mehr erzählen, außer dass es ein Haus ist. Ich weiß es. Du weißt es? Ich glaube, ich weiß es, Cedric. Ja, du weißt das? Was hast du? Ich glaube, es gibt ja so Sachen wie Wohnwagen und so Zeug, oder nicht? Mhm, ja, das gibt's, klar. Hast du sowas in der Art? Nein? Okay, ich sag einfach, du lügst, weil das kann gar nicht sein. Okay, Jason, komm mal ganz gerne zu Hashtag 3. Okay. Man kann darüber diskutieren. Ich würde es als ein Reihenhaus bezeichnen. Was denn ein Reihenhaus? Ein Haus, das am Rhein steht? Nein, ein Haus in einer Reihe. Weil es ist für mich halt auch keine Wohnung, weißt du? Also irgendwie... Ja, es ist aber auf jeden Fall kein Haus. Es ist eher eine Wohnung, würde ich sagen. Ja, du hast vorhin gesagt, dass es keine Wohnung ist. Ich habe gesagt, ich würde es nicht als Wohnung bezeichnen. Ich würde es wahrscheinlich als Doppelhaushälfte bezeichnen. Cedric, wenn du dich hierhin teleportierst, dann steht da nicht mal Haus, da steht einfach Zimmer 3. Ja, okay, also, da steht immer Vacant. Also, das ist aber auch nicht Apartment. Ja. Nee, ich würde sagen, das ist für ein Zimmer. Vor allem, du hast kein Haus gespawnt. Du hast mir gesagt, du hast ein Haus gespawnt, aber... Die Motelzimmer sind eigentlich immer da. Okay, Cedric, ich habe mir jetzt was ganz Besonderes für dich überlegt. Weil heute, also bei dieser Runde, geht es um Autos. Und um Autos? Wow. Ich habe auf jeden Fall gerade, also ich sitze gerade relativ schön in einem Auto. Und dieses Auto ist richtig schön. Willst du mal wissen, was das für ein Auto ist? Okay, ja, was hast du denn für ein Auto gerade vor dir stehen? Ich habe auf jeden Fall gerade so, ja, kann man das Auto bezeichnen? Ist eher ein Minivan. Okay, Minivan, okay. Also, so blaue Farbe. Hat er ein Muster? Also, das hat auf jeden Fall keine Muster irgendwo da rum, nee. Aber es hat zwei Farben. Es hat zwei Farben. Und die zweite Farbe ist schwarz. Weiß. Würdest du sagen, dass dein Auto so ein bisschen... Was ist denn vorne an dem Auto dran so? Ist da irgendwas? Nummernschild, Lichter, Fenster. Ja. Ich habe keine Ahnung, was soll da denn noch dran sein? Also irgendwas, was dieses Auto so charakterisiert. Also so ein bisschen etwas, was nur dieses Auto hat. Wie viele Sitze hat das Auto? Ich würde sagen 8. 8? Okay. Nee, 7. Alles klar, 7 Sitze. Ist irgendwas auf dem Dach oben drauf? Da ist so eine Stange? So ein Gepäckhalter einfach, ne? Genau, sowas in die Richtung, genau. Ich glaube tatsächlich, du sagst die Wahrheit. Okay, dann würde ich sagen, du kannst ruhig mal zu mir kommen und dich selbst davon überzeugen. Ich wusste es, du hast es dir einfach nur gemerkt. Ich wollte... Mann, ich hab's mir fast gedacht. Oh, Mann. Ja, das hier ist nämlich dein wunderschöner Minivan. Mann, ich wusste ganz genau, was für ein Auto du meinst. Ja, genau, den nämlich. Ich wusste es, dass der irgendwelche Muster drauf hat. Ich wusste es tatsächlich nicht. Oh, ich dachte, es geht gerade nach unten. Es geht gar nicht gerade nach unten. Genau das wollte ich tatsächlich herausfinden, ob du lügst oder nicht. Aber dann habe ich selber mich leider nicht mehr dran erinnern können. Und dann wusste ich nicht mehr so, war der jetzt wirklich nur weiß? Oder war da noch irgendwas drauf? Verdammt. Ja, also bei der Frage mit den Sitzen hättest du mich fast bekommen, weil ich war so, wie viele Sitze hat dieses Auto jetzt? Und ich habe, wie viel habe ich gesagt? 7? Wahrscheinlich, weil du ja so ein Autoprofi bist, würde ich sagen, ja, du darfst jetzt. Viel Spaß, tschüss. Alles klar, Dankeschön. Oh Mann. Okay, ich habe mich auf meinen wunderschönen, vollgeschleimten Stuhl gesetzt und keine Ahnung, Cedric, ob du dich da eingepinkelt hast vorhin, als du irgendwo hier warst. Aber Cedric, erzähl mir mal, was genau hast du denn gerade? Also, ich habe ein Auto. Ist es tatsächlich ein Auto oder ist es eher sowas wie ein Motorrad, ein Van? Also, ich weiß nicht, ob man das ein Auto nennen würde, aber es ist etwas auf 4 Rädern zum Fortbewegen auf jeden Fall. Okay, kannst du mir das Ganze ein bisschen beschreiben, so mit Farben und... Ja, es ist ein etwas futuristisch aussehendes weißes Auto und ich glaube, man benutzt es, um auf dem Mond damit zu fahren. Hä? Okay, aber...
Okay, ich glaube, ich kenne nur ein Auto, was man da benutzt, um auf den Mond zu fahren. Aber das ist doch grau, oder? Grau? Ich glaube. Oh, Mann. Keine Ahnung. Okay, kannst du... Hat das einen Spoiler oder so eine Antenne? Irgendwas? Ja, hat Antenne. Eine Antenne? Also sogar mehr als eine. Okay, wie viele Sitze hat das Ganze? Warte, muss ich mal ganz kurz nachgucken. Das müssten 4 sein. 4, okay. Ziemlich interessant. Gibt es sonst auch irgendein Merkmal oder sowas, das man irgendwie da sehen kann? Ja, es ist halt ein Mondmobil. Also das hat noch so eine Solarplatte oder so ein Ding. Also so für um Strom zu, von der Sonne zu holen. Okay. Okay. Also ich glaube, du hast das schon ziemlich gut beschrieben gerade. Okay, ich sag, du sagst die Wahrheit. Okay. Oh nein, du warst schon viel zu glücklich mit deinem Okay. Oh nein. Denkst, dass ich mir das jetzt richtig gut eingeprägt habe, um dich zu verarschen. Aber habe ich leider nicht. Ja, tatsächlich. Weißt du, an was ich gedacht habe? Nee, was denn? Ich habe mir das viel kleiner vorgestellt. Ja, also ich dachte anfangs, du meinst eher so ein Auto in dieser Art, aber so habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt im Kopf. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil das ist ja auch so dieses Apollo-Auto oder so, aber in die Richtung, aber ich habe dieses hier, habe ich gemeint. Oh Mann, ey. Schade. Na gut. Okay, Cedric, ich bin soweit bereit. Okay, hast du dich umgezogen? Ich habe mich umgezogen. Ich habe mich auch ein bisschen umgewandelt, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Du hast also eine andere Figur angenommen, meinst du? Mhm, genau. Welche denn? Ja, eher so eine weibliche Figur. Sogar eine relativ bekannte Figur, die dir vielleicht etwas sagen könnte. Oh, okay. Du hast ja also einen anderen Skin von einer anderen Person genommen, die ich kenne vielleicht. Ja, indirekt. Also du kennst die, vielleicht nicht genau das Outfit, aber den Stil des Outfits. Hey, wer ist denn die Person? Was sagen, aber sagt dir Barbie etwas? Barbie, okay. Also du willst mir erzählen, dass du angekleidet bist, gerade wie Barbie. Genau. Okay. Und, was hast du für Accessoires, so abgesehen von den Klamotten? Naja, ich habe eine wunderschöne pinke Handtasche. Das ist eine pinke Handtasche? Mhm. Okay. Und sonst noch irgendwas? Dann habe ich so, ja, ich weiß nicht, so eine Art Top, glaube ich, wo sogar Barbie draufsteht. Aha. Und so eine lange pinke Hose an sich, glaube ich. Okay, eine lange pinke Hose und ein Top, eine Handtasche und auf dem Kopf hast du gar nichts. Nee, Haare. In Ordnung. Steht sonst außer Barbie noch irgendwas auf deinem T-Shirt drauf? Nee, sieht nicht danach aus, nee. Okay. Wo genau steht es, Barbie? Bauch oder also so? Nein, ein bisschen weiter oben auf jeden Fall. Okay, ich glaube, du bist Ken und du lügst. Hä? Hast du eigentlich irgendwann mal meine Videos von Barbie geguckt? Nein. Okay, dann würde ich sagen, komm mal raus. Ich komme dir entgegen. Wo bist du? Okay, ich komme zu dir. Warte mal, du bist vom Krankenhaus? Ah, ich sehe dich auch schon. Hi, was geht ab? Ich bin's, Barbie. Was ist? Oh Mann! Okay. Hä? Ich finde, es passt voll gut zusammen. Ja, gut, es mag schon sein. Ach Mann, das ist so doof. Okay, du bist dran, würde ich sagen. Okay, ich bin dran. Let's go! Also, Jason, ich bin bereit und habe mir einen super tollen Skin gemacht. Du hast ja einen super tollen Skin gemacht. Ja. Okay, wärst du bereit, dazu das irgendwie ein bisschen zu beschreiben? Also, ich habe blonde Haare, ein lila Sandy Crew T-Shirt, eine schwarze Hose mit weißen Schuhen und ein Gesicht mit Sonnenbrille. Also hast du dir einfach deinen Sandy-Körper gemacht, beziehungsweise also dein Sandy-Outfit, aber du hast viel zu lange gebraucht dafür, dass du jetzt einfach nur du bist. Also ich bin ich. Siehst du, da kommt sogar schon die Polizei, weil du lügst. Polizei ist da. Also soll ich dir noch irgendwas anderes beantworten? Ja, das Problem ist, dein Skin kennst du natürlich relativ gut. Ach Mann, ey. Was kann ich dich denn zu deinem Skin fragen, wo du dir unsicher bist? Stinkst du? Nein. Lüge, okay, du bist nicht Sandy, du bist. Gelügt? Okay, sehr gut. Gelügt. Hä, aber jetzt mal ernsthaft, was soll ich denn da für Fragen stellen? Beschreib mal ein bisschen genauer. Sehe halt aus, wie ich aussehe. Okay, also du hast nichts verändert. Nichts verändert, genau. Oh, schwarze Mann, Hose, weiß. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber ich würde sagen, ich vertraue dir heute mal und sage einfach, du sagst die Wahrheit. Du willst wirklich sagen, dass ich dreimal hintereinander nicht gelogen habe? Ja, das könnte ich dir zutrauen. Was? War's richtig? Ja!
Echt? Oh Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben, am Anfang noch so zu tun, als würde ich irgendwie ewig lang einen Skin machen. Ja, ich habe doch gesagt, du hast viel zu lange dafür gebraucht, dass du einfach nur du bist. Oh Mann, ey. Ich habe gar nichts verändert. Oh, du bist einfach ganz normal Sandy. Oh mein Gott. Ich würde sagen, alle dürfen jetzt auf jeden Fall zum Haus gehen und sich verstecken. Okay, Leute, es ist soweit. Alle Leute haben sich auf jeden Fall versteckt und, Sadie, was machst du da mit der Schaufel? Ich gehe mich vergraben, Jason. Wir haben alle gesagt, ich soll mich vergraben. Okay, dann Spaß. Okay, let's go! Sadie, das war kein Spaß. Geh dich echt mal vergraben. Okay, dann mache ich das. Okay, gut. Okay, sehr gut. Also, Sadie, weißt du, wie viele Leute sich hier versteckt haben? Nein, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube, ich muss nach Weihnachtsmännern Ausschau halten. Nein, Jason. Was? Gurke? Ich bin ja. Gurke. Okay, sehr gut. Für die Leute, die das nicht verstanden haben, schaut euch jetzt gerne den letzten Livestream an. Das stimmt, das war... Ach, Leute, wenn ihr wüsstet. Okay, auf jeden Fall, Mann. Cedric, wir müssen unsere Reise starten, okay? Wir haben nämlich insgesamt 7 Leute, die wir suchen müssen, Cedric. Und denkst du, wir schaffen das? Ja, klar, schaffen wir das. Oh. Let's go! Let's go! Okay, Jason, ich glaube, du traust dich niemals, ein Duell gegen mich zu machen, wer am meisten Leute in diesem Haus hier findet. Hä? Also, wie? Ich trau mich das nicht. Cedric, du bist der größte Noob. Natürlich trau ich mich. Hallo, ich bin gar kein... Okay, let's go. 3, okay, 2, 2, 2, 1, let's go. Erstmal im Tannenbaum gucken, ob sich hier jemand versteckt. Nein, okay, da war keiner. Hab jemand gefunden! Was? Nein, hab ich nicht. Oh, Aber schön, dass du hergekommen bist. Ja, hallo, ich muss das natürlich überprüfen, ob du jemanden wirklich gefunden hast oder nicht. Aber du bist eher ein Noob. Warte, sollte man sich nicht am besten klein machen vielleicht? Ja, könnte sein. Also die Hide-and-Seek-Leute, die wir hier suchen müssen, das sind richtige... Profis? Warst du das? Was? Hast du gerade nicht diese Explosion gehört? Nein, ich habe keine Explosion. Oh, ich habe den Ton aus. Das sollte ich vielleicht mal machen. Warte mal. Ja, das wäre keine schlechte Idee, Cedric, du Noob. Okay, jedenfalls, wo können Sie sich... Ich brauche keinen Ton, um besser zu sein als du. Hallo. Hä, aber... du bist doch der größte Noob in Hide and Seek. Ja, das glaubst du. Das weiß ich nicht, das glaube ich. Okay, ich glaube, es wäre vielleicht klüger, wenn ich... Außerhalb des Hauses verstecken? Also auf dem Grundstück. Okay, auf dem Grundstück, gut. Das heißt, es könnte eventuell auch außerhalb sein. Wollte ich nur wissen, habe ich gesagt. Ach so, ja, alles gut. Ich habe jemanden, ich habe wirklich jemanden. Nein, wo bist du? Warte, Pool, kommt doch. Oh, und du hast echt jemanden gefunden? Jawohl. Das ist ein Punkt schon mal für mich. Okay, du hast die erste Person schon... Das ist gar nicht gut, das ist wirklich gar nicht gut. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Okay, warte mal. Ich glaube tatsächlich, dass die Idee, die ich gerade verfolge, gar nicht mal so bad ist. Welche Idee verfolgst du denn? Verrate ich dir nicht. Aha. Okay, ich werde auf jeden Fall hier mal auf dem Dach schauen, aber ich glaube... Alter. Warte, ja, das sieht nicht gut aus. Crazy sein. Ich habe noch jemanden... Ey, Cedric, das kann nicht sein. Wie kannst du jetzt noch jemanden gefunden haben? Oha, als ob du wirklich noch eine zweite Person gefunden hast. Und ich hätte einfach nur... Sie hat einfach nur einen traurigen Smiley geschrieben. Oh, Cedric, bist du stolz auf dich? Das sieht gut für mich. Ja. Sehr. Okay, toll. Ich suche auf dem Dach, du suchst das ganze Haus ab und findest alle. Oh Mann, ey. Muss man doch machen hier. Vielleicht ja, also das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden finden werde, Cedric. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich, ich bin der Größte. Ich spiele jetzt mit offenen Karten, okay, Cedric? Also ich bin wirklich der größte Hide-and-Seek-Noob, den es überhaupt in Roblox Brookhaven gibt, ja? Also... Okay. Wenn ich in einem Livestream jemanden suche, dann dauert das mindestens 2 Stunden. Ja, aber das Mann. Ist wahrscheinlich daran, dass du die ganze Zeit laberst oder so. Hä? Ja, aber ich suche doch auch nebenbei. Oh Mann. Ja, labern und dabei zocken. Was soll man machen? So, mal gucken, ob hier vielleicht... warte mal, wie kommt man nochmal... nee, warte, ich verrate das nicht, hä? Wie man safe kommt, das weiß ich. Hä? Woher weißt du, dass ich da beim Safe bin? Jason! Warte, ich glaube, ich weiß es. Man muss sich irgendwie hier auf diese Dings da liegen und... Ah ja, okay. Ich hab's rausgefunden. Und ist da jemand? Nö. Ich seh nichts, hallo! Ey, das ist mein Suchort, verschwinde! Oha, das hier wäre voll das... Ah nee, das wäre doch nicht das krasse Versteck gewesen. Mega gut, Jay. Da, wo wir auch die ganze Zeit standen, während die sich verstecken konnten. Ja, das stimmt. Das wäre echt nicht so gut gewesen, aber... ganz kurz warte, ja, das wird von deiner Zeit abgedingst. Mitbewohner, so, dann... Ja, alles gut. Dann schauen wir mal. Ja, also hier habe ich schon mal versucht, ein bisschen zu schauen, aber ich bin ja noch... Da war ich bisher tatsächlich noch gar nicht. Aha, ich dachte, du warst beim Safe. Ja, vielleicht rede ich aber auch einfach nur Blödsinn. Ja, du redest... Ja, okay. Ich akzeptiere es einfach, Cedric, ist okay. Das...
Oh mein Gott, ich hab jemanden! Ich hab jemanden! Let's go! Du hast gefunden. Komm nach oben in die erste Etage, also ins Erdgeschoss, Erdgeschoss. Da liegt jemand drin in diesen Kissen. Oh ja, mein genau. Gott, ja, ja, true. So, warte, kann ich den hier raus? Ja, aber der ist hier drin, hallo? Ach, da ist er auch schon. Let's go! Nee, nicht die Leiter geben, warte. So. Let's go! Also jetzt steht es 2-1, das ist immer noch nicht gut. Aber es wird auf jeden Fall safe einen Gewinner geben, weil wir haben eine ungerade Zahl. Genau. Deswegen habe ich auch drüber nachgedacht, mein Lieber. Mein Lieber, in the big shaken. Okay, Cedric, wir fangen an, Müll zu reden. Das ist nicht so gut, aber... Ja, das ist wegen Konzentriertheit. Konzentriertheit. Okay, Cedric. So komme ich denn hier nicht mehr rein? Okay, egal, dann nehme ich einfach den Haupteingang. Es ist echt schwer, hier Leute zu finden. Also, ohne Witz, ich dachte, dieses Haus ist halt ein bisschen einfacher und alles, aber irgendwie... Das ist trotzdem allzu einfach. Vor allem ab dann, wenn es nur noch so 2 Leute oder sowas gibt. Warte, jetzt gerade sind 3 Leute raus, das heißt, wir haben einfach noch 4 Leute. Ja, stimmt. warte mal. Okay, ich fange jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder an, doppelt zu suchen. Hä, warte mal. Hast du diesen Schlafsack dahin platziert? Ja, hab ich. Guck mal, ob in den Geschenken was drin ist, aber sieht tatsächlich nicht gut aus. Ja, da habe ich auch schon geguckt vorhin, aber irgendwie war das nicht wirklich das Richtige. Aber, ich guck mal draußen so in diesen Pflanzen oder so. Aber irgendwie, ich glaube, die haben sich echt krass versteckt. Ja, glaube ich auch. Aber die haben ja wirklich auch Ewigkeiten gebraucht. Ja, aber das könnte auch daran liegen, dass das Haus halt eben nicht so krass ist, weißt du? Ja. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Warte, glaubst du, es hat sich jemand ins Dach reingeglitscht? Warte, ich sehe was, ich hab jemanden. Du siehst gar keinen. Aber da ist... Du jetzt gerade, oder? Da ist echt jemand. Da ist er. Genau, den habe ich gesehen. Ich stehe in einer Person drin. Warte, kann ich hier kurz... Ich habe keine Ahnung, wie genau der da reingekommen ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall erwischt. Hä, warte mal, ich kann den nicht anklicken. Cedric. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, der ist irgendwie in der Wand drin oder so. Ja, ich bin auch... Warte, ich hab, verschwinde. Let's go. Okay, ich hab. Hast du ihn? Ja. Nice one. 3-1. Ja, Problem ist, ich komme da nicht mehr raus. Ich hänge jetzt einfach in der Wand fest. Hä? Da, ich hab jemanden. Das. Hä? Ich hab 2. Wie, du hast 2? Das. Ich hab 2 Leute gefunden. Hä? Aber den einen hab ich doch geholt. Hä? Nee, der eine zählt zu dir. Aber ich hab noch 2 Leute. Warte, ich zeig dir wo. Ich konnte durch die Wand sehen und hab gesehen, dass in dem anderen Bücherregal 2 Leute nebeneinander versteckt waren. Als ob. Ich hab's ja gesehen. Hier waren 2 Leute und ich hab die jetzt gebannt. Eine Person gibt's noch, doch, ja. Und die entscheidet, wer gewinnt. Okay. Boah, Alter, das könnte jetzt richtig kompliziert werden, Jason. Ja, das könnte echt. Entscheidet jetzt, ne? Ja, jetzt steht's 3-3. Cedric, ich bin aufgeregt. Warte mal, ist das dein... Das ist nicht dein Schlafsack, oder? Das ist meiner. Die haben sich aber wirklich gut versteckt. Ja... Ja. Ja. Okay, das heißt, ich glaube, ich sollte mehr meinen Schlafsack nutzen und vielleicht wirklich die ganze Zeit in jeder Wand nachschauen, ob da vielleicht jemand sein könnte. Ja, das ist auch mein Gedanke gerade. Mhm. Ja, aber was anderes gibt's ja nicht als Lösung. Ja, weil guck mal, ohne Witz, diese Verstecke sind richtig heftig mit diesem hinter dem Regal und so. Ja, das stimmt. Weiß mal, eine Waffe, Girl. Wäre Jason, für wen hätte der jetzt gegolten? Ja, für mich, weil ich immer in den Kühlschrank gehe. Ja. Oh Mann. Ich muss jetzt auf jeden Fall alle Geschütze aushauen, Cedric. Wenn du jetzt Steuerung P benutzt, dann schummelst. Nein. Das wird nicht zählen, weil du kannst es ja nicht benutzen. So, Steuerung. Ich guck mal, ob jemand in der Toilette drin ist. Ja, vielleicht ist jemand reingefallen oder so. Ja, leider nicht. Du bist ein Noob. Du hattest einfach nur Glück, dass du 2 Leute gleichzeitig gefunden hast. Ansonsten hätte ich nämlich immer noch geführt. Ja, aber irgendwer hätte sie gefunden und dann wahrscheinlich auch gleichzeitig. Mhm. Aber die haben sich halt auch ineinander versteckt und ich hatte nur Glück, dass ich gesehen habe, dass es weiblich und männlich war. Okay, ohne Witz, Cedric, das ist wirklich schwer. Ich glaube, wir werden diese letzte Person nie wiederfinden. Och, doch locker. Denkst du? Okay, wer wird sie finden von uns? Ich. Nein, jetzt mal ganz ehrlich, wer denkst du, wer wird sie finden? Ich. Deine Stücke fest! Och, Mann, Alter. Ich hab ihn! Ich hab! Nein. Let's go! Oh mein Gott! Im Kamin! Cedric, komm nach oben. Hier ist die letzte Person. Ich habe auch im Kamin geguckt. Let's go. Nein, da kommst du. Aber ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Okay, Leute, ich würde sagen, da haben wir einen echt guten Job gemacht. Und es war echt am Ende ziemlich knapp. Es stand einfach 3-3. Aber leider habe ich trotzdem verloren und deswegen gehe ich mich. Okay, Leute, es ist wieder mal soweit. Ich werde nach Ewigkeiten endlich mal wieder Online-Data trollen. Hier hinten habe ich auf jeden Fall schon das perfekte Haus gefunden. Weil seht ihr das da? Das sind auf jeden Fall 2 Leute.
Leute drin, die auf jeden Fall sasse Online-Dater sind. Und warum das Ganze so ist, das werde ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Und ich glaube, ich bin auch mega unauffällig mit der Leiter auf dem Moteldach. Also ich meine, würdet ihr denken, dass ich hier irgendwie ihn beobachten würde? Nö, oder? Aber wir müssen das Ganze natürlich ein bisschen heimlich machen. Also werden wir erstmal darüber gehen und uns mal angucken, was da eigentlich abgeht. Ich werde jetzt erstmal einfach so tun, als wäre ich ein normaler Brookhaven-Spieler. Und ich laufe einfach hier drüben zu dem Grundstück. Und ich werde mir irgendein Haus spawnen. Am besten ein Haus, was ziemlich hoch ist. Sowas wie das hier. Keine Ahnung. Das sollte schon passen. Also gehen wir hier rein und dann können wir eigentlich... Ups, das war die falsche Seite. Und dann können wir von hier eigentlich... Ich liebe Fuß. Oh mein Gott, warte mal. Die sind richtig, richtig sass. Also ich werde jetzt erstmal versuchen, mich zu denen ins Haus zu schleichen. Und mal gucken, ob das alles funktionieren wird. Okay, das Problem ist, die sind auf jeden Fall nicht mehr hier drin. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade sind. Okay, dann gehen wir ganz kurz nach oben und schauen uns an, ob die hier irgendwo sind. Auf dem Klo sind die auch nicht, sondern da. Was machen die da? Die tanzen auf dem Bett? Hä? Okay, die hat geschrieben, ey, hast du das gehört? Oh, 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 oh. Warte mal, glaubt ihr, die haben mich gehört? Okay, das wäre jetzt wirklich mega. Oh, oh, er antwortet ja. Okay, ich muss ganz schnell hier weg. Einfach weg, weg, weg. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist, dass ich mich hier drin verstecke. Aber... Hä? Hey, ey, ey, das ist unfair. Woher wissen die genau, wo ich bin? Was willst du, ja? Dreieck. Ich hoffe, die sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, aber hier zwei Waffen vor meinem Gesicht zu haben, ist auch nicht so ganz gut. Aber die schreiben auf jeden Fall irgendwelche Emojis und schießen auf mich. Ich habe jetzt auf jeden Fall geschrieben, hab mich verlaufen, weil keine Ahnung, was soll ich sonst sagen? Warte mal, warum brennt das Haus jetzt? Oh mein Gott, Leute, was soll das hier? Ich will einfach nur hier weg. Warum brennt jetzt das Haus, Leute? Das ist, also wirklich, ihr seid die komischsten Online-Dater, die ich jemals gesehen habe. Und sie schreiben auf jeden Fall, dann zieh Leine. Und sie hat noch geschrieben, wir wollen dich hier nicht. Ich habe geschrieben, ich habe keine Leine. Versteht ihr? Weil ich bin kein Hund. Du bist Leine? Was? Dann nehme ich dich an meine Leine. Ey, ihr könnt doch nicht einfach meinen Joke klauen. Okay, okay, okay. Alles klar. Okay, Leute, wir brauchen irgendwie eine andere Methode, wie wir sie irgendwie trollen können. Die wollen irgendwie, dass ich Leine ziehe oder ich bin Leine oder keine Ahnung. Oh. Ja, das ging relativ schnell. Also wurde ich jetzt einfach gebannt und ich wollte das Video eigentlich nicht mehr aufnehmen. Weil wenn ich gebannt bin, kann ich logischerweise nichts anderes mehr machen. Aber genau dann, als ich dachte, ich könnte nichts mehr machen, kam mir eine sehr krasse Idee in den Kopf. Und ich würde sagen, Film ab, jetzt fängt das Video erst richtig an. Let's go. Okay, ich habe jetzt einfach die passenden Klamotten geklaut von den beiden, die irgendwo da oben noch sind. Bin natürlich neu auf diesen Server drauf gejoint, dann spielen wir einfach selbst hinterher. Hergejoint. Und ich habe logischerweise auch das ganze Outfit von ihnen kopiert. Aber irgendwas fehlt da noch. Und jetzt bin ich auch ziemlich klein unterwegs. Und logischerweise passe ich damit auf jeden Fall auch zur Familie. Und ich würde sagen, ich gehe einfach mal zu deren Tür, klopf da an und mal gucken, ob sie mich adoptieren wollen. Let's go! Erstmal werde ich hier genau daneben ein neues Haus bauen, damit wir die nochmal beobachten können. Oh, und mein Fernglas ist weg, deshalb muss ich mir ein neues nehmen. Und das Problem ist, ich kann sie ja nicht mal mehr beobachten, weil die haben die Fenster an und alles Mögliche zugemacht, sodass man nicht mehr da durchgucken kann. Oha, das habe ich jetzt erst gesehen. Okay, aber ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Let's go. Okay, bedeutet, wir gehen hier hin, wir klingeln. Und da sind auf jeden Fall jetzt auch schon die beiden. Oha, wie süß du bist. Ich will dich haben. Oha, wie süß. Was? Beide schreiben. Oha, wie süß. Hä? Warte mal, was? Also ich will auf jeden Fall fragen, ob die mich irgendwie adoptieren wollen oder sowas in diese Richtung. Oh mein Gott, warte. Lass ihn adoptieren? Oh, okay. Ich brauche gar nichts mehr zu machen, Leute. Ich habe jetzt einfach nochmal geschrieben, könnt ihr mich adoptieren? Ich habe keine Mama und irgendwie, vielleicht passiert... Was? Sus? Ja, wir adoptieren dich. Oha, ich wurde jetzt einfach adoptiert und er schreibt auch ja. Okay, ich habe jetzt okay, cool geschrieben. Jetzt, ich laufe einfach rein, oder? Was ist das die beste Entscheidung? Und sie kommen natürlich logischerweise auch mit. Ich probiere jetzt ein bisschen auf die Keks zu gehen. Ich habe jetzt geschrieben, ich habe Hunger. Mal gucken, was sie dazu auf jeden Fall sagen werden. Warte mal, dann kocht ihr was. Wie, dann kocht ihr was? Ich habe Hunger. Ihr seid meine Eltern. Ihr müsst kochen. Ich gehe Fortnite spielen. Hä? Ich habe geschrieben, könnt ihr was kochen? Aber irgendwie will da irgendjemand Fortnite spielen gehen. Nein, nicht Fortnite spielen. Sonst wäre das ganze Video kaputt, okay? Ich hoffe, sie gehen nicht Fortnite spielen. Babe, koch ihm was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Also bekomme ich jetzt irgendwie doch Essen. Warte mal. Warte, du hast das Essen gerade aus dem Waschbecken geholt? Das, okay. Egal.
Was passiert? Na gut, ich akzeptiere das alles und gut ist es. Ich werde hier essen, ein bisschen bleiben. Oha, wie viel Essen bekomme ich denn? Hast du das alles aus dem Waschbecken genommen? Egal, wir haben ja auf jeden Fall ganz viel Essen und der ist auf jeden Fall ein Apfel oder sowas in der Art. Und im Vergleich zu dem bin ich relativ klein. Nimm. Alles gut, ich habe mir einen Hotdog genommen. Ich bin gut dabei. Komm mit, wir gehen nach oben. Okay, ich gehe einfach mal mit nach oben. Keine Ahnung. Jo, warum ist hier alles dunkel? Warte, kann ich das Licht anmachen? Nö, ich kann das Licht nicht anmachen. Warum bist du... Warte mal, Fortnite, wo bist du? Bist du? Das ist nicht Fortnite. Oh Gott, Leute, was? Wo bin ich hier gelandet? Ich dachte, ich finde jetzt Tasse Online-Data, aber irgendwie sind das Fortnite-Spiel. Fortnite! Okay, irgendwie sind das Fortnite-Spiel. Okay, Leute, ich kann gar nicht richtig reden, weil ich einfach zu viel lachen muss. Aber irgendwie sind das Fortnite-Spiel in der Online-Data, die irgendwie im Klo feststecken oder so und irgendwie Hotdogs aus dem Waschbecken essen. Also ganz, ganz komisch. Ich habe jetzt geschrieben, ich glaube, Fortnite ist nicht im Klo. Und dann hat sie geschrieben, ja, richtig. Fortnite, ja, aber Fortnite ist immer noch nicht auf Klo. Ach, und was machst du? Du sitzt hier und guckst zu, wie deine Online-Data-Freundin irgendwie Fortnite im Klo sucht. Fortnite? Trauriger Smiley? Ich bin hier auf jeden Fall gerade in so einem Babybett und ich habe jetzt mal gefragt, wo ist mein Zimmer und warum ist es hier eigentlich so dunkel? Das soll ich auch mal fragen. Vielleicht machen sie dann irgendwie das Licht an oder sowas. Warte mal, ist das hier mein Zimmer? Oha, ich habe ja voll das coole Bett. Oder ist das mein Bett? Ich dachte, das hier wäre mein Bett. Okay, wenigstens haben sie auf jeden Fall jetzt irgendwie, was probieren die da? Probieren die mich irgendwie zu umarmen oder so? Weil ist es nicht so, dass wenn man den Teddybär in die Hand nimmt, dass es irgendwie zum Umarmen so steht? Ich glaube schon. Übrigens, Leute, bewertet mal meinen Avatar von 1 bis 10 in die Kommentaren und wie sehr passt der zu diesen Online-Datern? Mal gucken, wie gut die auf mich aufpassen, wenn ich weglaufe. Warte, ich will eigentlich nur gucken, ob das Ganze hier auch einen Garten hat, aber scheint so auszusehen, als hätte das Ganze auf jeden Fall einen Garten. Der hat geschrieben, wo willst du hin? Und ich habe geschrieben, ich will raus spielen. Nein! Hä? Aber ihr könnt mich doch nicht hier festdingsen, hier gefangen halten und so. Du darfst nicht raus. Grrr, grrr. Okay, ich glaube, ich darf nicht raus. Ich habe jetzt geschrieben, aber draußen ist Fortnite, weil irgendwie, sie sucht ja Fortnite. Fortnite? Ja, Fortnite! Öffne die Tür! Bitte öffne die Tür! Warte mal, was ist... Was ist passiert? Ich sage auf jeden Fall, komm. Ich frage einfach mal, wohin, weil vielleicht will sie, dass ich irgendwie wieder reingehe oder sowas. Was war das gerade? Hä? Ah, da ist er wieder. Du Betrüger? Warte, warum Betrüger? Muss ich das verstehen? Ich weiß es. Warte, was ist? Okay. Hä? Warte mal. Ihr Online-Data-Freund hat sie betrogen oder sowas und sie hat es irgendwie rausgefunden? Wo Fortnite? Oh, ja, das war... Das müssen wir ihr noch irgendwie erklären. Ich habe jetzt einfach geschrieben, Papa hat Fortnite mitgenommen, so, dann muss ich das auch nicht erklären. Warum Fortnite über dem Kopf? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Bitte, was sind das für Fortnite-Leute? Gibt's Leute, die sich in Fortnite online daten? Und spielt ihr überhaupt Fortnite? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe geschrieben, stopp, kein Fortnite mehr. Und sie hat geschrieben, komm raus, Baby, wir. Scheinbar bin ich auf jeden Fall nicht damit gemeint. Und warte mal, es brennt. Hallo? Hallo, es brennt. Da ist Feuer und so. Und ich brenne auch. Ich brenne oder brennen oder irgendwas in diese Richtung habe ich geschrieben. Das muss so. Wie das muss? Leute, wo bin ich hier gelandet? Okay. Wenn du okay sagst. Ja, okay. Ja, ihr seid es ja gewohnt. Vorhin hat euer Haus ja auch gebrannt, aber die wissen ja nicht, dass ich das bin. Das ist wichtig für Muskel. Das ist wichtig für Musik hier oder so. Irgendwas so hat sie geschrieben oder Musik oder was weiß ich, Leute. Keine Ahnung. Bleib hier unten. Oben ist nur für uns Erwachsenen. Okay, irgendwas so in diese Richtung. Ich habe geschrieben, aber ich will nach oben. Wir lernen oben jetzt über den Mensch. Was? Bleib hier und spiel. Ich habe geschrieben, ich bin Mensch. Unten. Oh, okay. Ja, ich spiele unten. Okay, alles klar. Hier habe ich auch ein Babybett. Und ich kann irgendwie gar nichts machen hier. Und ich kann nicht den Fernseher einschalten. Nö. Ich kann gar nichts machen. Ich kann einfach nur hier unten sitzen. Na toll. Okay, Leute, wie soll ich mir die Zeit ver... Warte mal, die Tür ist offen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen einfach Folgendes. Die Fenster oben sind auf jeden Fall wieder auf. Bedeutet, ich bin jetzt von zu Hause abgehauen und werde jetzt einfach mal hier in mein wunderschönes Haus reingehen und von hier einfach mal beobachten, ob ich irgendwas sehe. Ich sehe da auf jeden Fall irgendwas. Die machen Liegestütze? Was passiert da? Also irgendwie macht der nur Sport oder sowas in die Richtung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig ist. Aber gut, ich glaube, die werden mich sowieso nicht sehen und vor allem, ich glaube, die Mutter wird wahrscheinlich wieder Fortnite im Klo suchen, deshalb... ich gehe jetzt einfach mal ganz langsam nach oben. Also irgendwie, der macht echt nur Sport auf dem Bett. Warum macht der Sport auf dem Bett? Ist die Mutter auf Klo und sucht Fortnite? Eigentlich will ich gar nicht da reingehen, weil ich will nicht mal wissen, was die da machen. Muss ich das für... Alles fängt an zu brennen. Sie gucken auf mich drauf. Und ich schreibe einfach, es brennt. Also das hat irgendwie perfekt gepasst, dass es gerade angefangen hat mit brennen. Weil wir zu heiß sind.
Oh mein Gott. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Ich habe jetzt einfach Heizung geschrieben. Keine Ahnung. Ja, mach wieder heile Kind. Leute, ich verstehe gar nichts. Ich werde einfach hier weggehen, verschwinden. Leute, ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, an dem ich auflösen kann, wer ich bin. Und zwar, dass ich der Typ von vorher bin. Ich werde einfach hier warten. Ich setze mich hier in meinen Kinderstuhl, der wahrscheinlich auch für mich gemacht ist. Und ich werde warten, bis sie nach unten kommen. Okay, das hat sich relativ schnell erledigt. Ich habe es einfach geschrieben, Mama, Papa oder so. Und ich hoffe, die schreiben, ja, was? Ja, was? Okay. Ich habe es geschrieben, ich muss euch etwas zeigen. Und sie schreiben, grr, grr. Hört mal auf mit diesem grr. Was heißt grr denn? Ich schreibe jetzt einfach, ha, 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 ha. Wer weiß, woher das kommt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe jetzt auf jeden Fall geschrieben, komm mit. Und wir gehen jetzt raus in den Garten. Okay, perfekt. Dann kommt her. Ich habe jetzt geschrieben, schaut mich ganz genau an. Und mal gucken. Ja. Okay, Leute, es ist soweit. Wir werden unseren Charakter zurücksetzen. Let's go. Und jetzt bin ich Mario. Ja, aber du bist hässlich. Was? Warte, wie? Ich bin hässlich. Oh mein Gott. Warum Kotz-Emojis? Du Fortnite? Hä? Warte, willst du mir sagen, nur weil du Fortnite im Klo gesucht hast, dass Fortnite das Klo ist und ich bin das Klo? Habe ich das richtig verstanden? Ich habe jetzt hehe geschrieben. Warte mal, du Spion, du Mafia, du willst mich hacken. Warte, wie, auch Fortnite? Ich habe jetzt geschrieben, ich hacke Fortnite und dich auch. Okay, und die andere schreibt, nein, ich furz dich weg. Ja, oh. Ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, die sind jetzt da hinten, machen ihr Zeug. Warte mal, okay. Bedeutet, wir brauchen erstmal ein cooles Mädchen-Outfit. Dafür müssen wir erstmal zum Rockstar gehen. Und wir brauchen coole Klamotten. Und mit ein bisschen Zauberei bin ich ein Mädchen. Also ohne Witz, ich finde eigentlich, der Skin sieht recht gut aus. Ich würde sagen, ich werde immer besser im Skins erstellen. Aber Leute, jetzt mal eine kleine Aufgabe für euch. Bewertet in den Kommentaren von 1 bis 10, wie cool findet ihr diesen Skin. Aber Leute, da wir jetzt unseren Skin fertig haben, werden wir uns auf den Weg machen in einen öffentlichen Server. Let's go! Okay, Leute, ich bin jetzt auf einen öffentlichen Server gejoint. Ihr seht, stehen hier auch ein paar Häuser und das ist, glaube ich, sogar ein deutscher Server. Jetzt müssen wir es nur irgendwie hinbekommen, dass wir ein paar sasse Online-Dater finden und vor allem irgendwie so ein kleines Pärchen oder sowas, die wir dann irgendwie trollen können oder deren Beziehung zerstören können. Warte mal, warum steht hier ein Motorrad in einer Mülltonne? Ich hinterfrage einfach mal gar nichts. Okay, das hier ist die erste Person, die ich sehe und sie sieht ziemlich interessant aus. Okay, jetzt wird er einfach abgeholt, ohne dass ich überhaupt irgendwas mit dem schreiben konnte. Polizei? Okay, ich habe nie irgendwas gemacht, sorry. Okay, nein, Leute, aber jetzt mal ehrlich, wir müssen wirklich irgendwelche Sassen-Online-Data finden. Und wie gesagt, am besten ein Pärchen und deshalb gehe ich mal zu den Häusern. Oh, ich glaube, diese Tür wird auf jeden Fall bewacht. Lässt er mich rein? Ich habe jetzt einfach mal Hallo geschrieben, mal gucken, ob er antworten wird. Jetzt habe ich noch Darf ich reingeschrieben, weil irgendwie antwortet er mir nicht Hallo. Ich glaube, hier sind wir falsch, weil er will einfach nicht antworten. Oh mein Gott, wen haben wir hier gefunden? Hallo, was geht ab? Ich schreibe einfach mal Hallo und sie antwortet sogar sofort mit Hallo. Ich habe jetzt mal geschrieben, hast du einen Freund? Und sie schreibt ja. Oh mein Gott, als ob. Leute, glaubt ihr, es wird funktionieren? Ich weiß es nicht, aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Hä, was machen die da? Oh mein Gott, er schenkt ihr wirklich Blumen. Ich bezweifle irgendwie, dass das funktionieren wird, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich habe jetzt mal geschrieben, du, um ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass ich ein bisschen sauer bin oder sowas in die Richtung. Ich habe jetzt geschrieben, ist das dein Freund? Sie schreibt auf jeden Fall, was du? Und schreibt danach noch ja. Okay, Leute, jetzt wird es Zeit zuzuschlagen. Hey, er setzt sich einfach hin, bin ich so langweilig und noch dazu boxt sie. Okay, Leute, ich habe jetzt geschrieben, bin ich dir nichts wert? Und sie schreiben schon, was? Was willst du? Und so Zeug. Der Typ von vorhin, der läuft einfach rum und schießt. Okay, Leute, ich habe jetzt geschrieben, gestern war ich noch mit ihm auf ein Date und jetzt ist er mit dir zusammen. Eine Frechheit. Oh mein Gott, Leute, mal gucken, was sie darauf antworten werden. Oder ob sie das überhaupt irgendwie, naja, raffen wird. Oh mein Gott, er schreibt, sei leise. Hä? Er schreibt, sei leise und sie antwortet, okay, was ist schlimm da dran? Hä? Und ich habe geschrieben, tu nicht so. Ich habe noch geschrieben, er hat mir gesagt, dass wir zusammen sind, aber ich glaube, die sind auf jeden Fall, also ganz komisch. Ich schreibe jetzt einfach Betrügerkopf, einfach nur, um sie ein bisschen zu nerven. Vielleicht wird es ja für irgendein Gespräch sorgen, aber ich glaube nicht, weil sie hat vorhin geschrieben, was soll daran schlimm sein? Das ist doch keine gesunde Beziehung. Aber egal, Leute, es ist nicht meine Beziehung. Ich muss mich auf gar keinen Fall darum kümmern. Aber schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das akzeptieren würdet, weil bei mir würde das auf jeden Fall nicht gehen. Leute, ich habe zwar keine Sassen-Online-Data gefunden, aber ich habe das da gefunden. Was ist das? Oder was ist diese Familie? Ich schreibe jetzt einfach mal, ey, darf ich rein? Mal gucken, ob sie mich reinlassen. Aber die sehen auf jeden Fall ganz komisch aus. Was ist das überhaupt? Nein, sorry?
Hä? Ich habe jetzt noch bitte geschrieben, aber er schreibt, tut mir leid. Oder sie. Ich kann es nicht ganz erkennen, Leute, aber es ist auf jeden Fall ein weibliches Model. Ist nicht mein Haus. Okay, aber Leute, jetzt mal ehrlich, was machen die da drin? Und warum sehen die so komisch aus? Leute, warte mal. Da oben ist ein Schlafzimmer. Da ist gerade ein Typ, der rumläuft und der die ganze Zeit eine Kamera im Schlafzimmer platziert. Was machen die da bitte für sasse Dinge? Moment, Leute, ich habe eine Idee. Wir werden jetzt mal ganz kurz ein eigenes Haus bauen. Am besten machen wir ein richtig großes Haus. Und dann werden wir uns mal angucken, was der da drüben macht. Ich meine, von hier können wir das irgendwie ein bisschen besser erkennen, als wenn wir irgendwie vor der Haustür stehen. Er hat auf jeden Fall geschrieben, dass sie runterkommen soll. Oder ich weiß nicht, ob es ein Er ist, ein Sie. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen, aber die platzieren ganz komische Dinge da. Jetzt ist da ein Haus in ihrem Haus. Und jetzt sind die da unten. Ich habe wirklich keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung, was die da machen. Aber ich werde mich weiter auf die Suche nach Sassen Online Data begeben. Oh mein Gott, Leute, es gibt nichts Schöneres, als wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen und wieder mit diesen beiden Leuten zu reden, mit denen ich jetzt gerade schon geredet habe. Ich habe jetzt einfach random geschrieben, er ist ein Betrüger, er geht fremd. Mal gucken, ob sie irgendwas daraus raus. Und er zückt eine Waffe. Und sie schreibt auch noch nein. Ich glaube, sie glaubt mir nicht. Okay, Leute, die wollen alle und, oh, die haben ein Kind adoptiert. Ich wurde gebannt. Okay, Leute, wir sind zwar jetzt ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen gescheitert. Aber Leute, ich werde nicht aufgeben. Wir werden heute noch eine Online-Data-Beziehung zerstören. Ich werde mir auf jeden Fall merken, dass ich aus dem Haus gebannt wurde. Also, die Mädchen in Brookhaven sehen immer komischer aus. Sie hat einfach so einen Dreizack auf dem Rücken. Ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen Angst vor ihr habe. Und sie sieht ganz normal aus wie ein Online-Data, glaube ich. Aber ich glaube, die haben beide keinen Freund oder sowas. Jedenfalls ist keiner in der Nähe. Aber ich beobachte euch. Behalt euch im Auge. Warte mal, was ist mit dir eigentlich passiert? Leute, ich glaube, ich habe auf diesem Server echt kein Glück mehr. Ich muss den Server, glaube ich, wechseln. Leute, ich steige immer wieder in den gleichen Server rein, aber schaut mal, was ich gefunden habe. Jemand, der mich mit einer Waffe bedroht, ein Free-Candy-Auto mit einem Typen und einem Mädchen da drin. Jetzt bin ich hier, weil die ein Haus gespawnt haben oder irgendwas in die Richtung. Ich habe jetzt einfach mal geschrieben, ey, stehen bleiben. Mal gucken, ob die reagieren. Was? Adopt Lover 2009? Die haben jetzt irgendwie geschrieben, warum sollen wir aussteigen? Da habe ich geschrieben, steigt sofort aus, ihr beide. Und dann haben sie geschrieben, um es kinderfreundlich zu sagen, dass ich meinen Mund halten soll. Ich wusste gar nicht, dass es so schwer wird, irgendwelche Online-Data zu finden. Oh mein Gott, Leute, ich habe einfach ein Auto gefunden. Kennt ihr diese Person noch? Das ist die Person, die vorhin mit ihrem Freund da war und wo ich da das erste Mal versucht habe, die Beziehung kaputt zu machen. Aber ist egal, wir klauen einfach ihr Auto. Hallo, kann ich da kurz rein? Okay, Leute, wir haben einfach ganz entspannt ihr Auto geklaut und, oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Seht ihr, was ich sehe? Da ist auf jeden Fall ein Mädchen, was ganz alleine an ihrem Tisch im Starbucks-Café sitzt. Okay, Leute, ich glaube, wir werden kurz reingehen und kurz mit ihr reden. Und hoffentlich hat sie einen Freund. Okay, Leute, let's go. Wir gehen da hin. Ich setze mich einfach neben sie. Okay, Leute, ich habe jetzt Hi geschrieben und sie hat sofort geantwortet mit Hallo? Fragezeichen. Ich glaube, sie wundert sich, was ich hier mache. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Also ich frage sie einfach mal, wieso sie genau hier ist. Oh mein Gott, sie schreibt, ist ein Café, um zu chillen, frische Luft einzuatmen. Okay. Okay, ich glaube, die scheint jetzt schon ziemlich böse zu sein, warum auch immer. Ich habe jetzt einfach mal geschrieben, okay, sorry, dass ich gefragt habe, wie geht es dir? Ja, gut und dir? Okay, irgendwie wundert mich das, dass es ihr gut geht. Also sie antwortet irgendwie so, als würde es ihr voll schlecht gehen, wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe trotzdem geschrieben, mir geht es auch gut. Leute, ich habe mega die coole Idee, ich schreibe jetzt einfach, mein Freund hat mich gestern betrogen und ich hoffe, sie hat einen Freund und der ist auf diesem Server. Sie schreibt auf jeden Fall, das nicht toll. Okay, das nicht toll. Ja, das stimmt, das nicht toll. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, dann, wenn sie einen Freund hat, zu sagen, das ist mein Freund, der mich gestern betrogen hat. Oh mein Gott, ist das keine geniale Idee, Leute? Ich habe geschrieben, ja, das stimmt. Und sie hat geschrieben, aber wieso? Sie hat geschrieben, wieso hat er dich betrogen wahrscheinlich? Aber es geht irgendwie nicht. Ich habe auf jeden Fall geschrieben, ich weiß es nicht. Das ist blöd. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall wirklich blöd. Oh mein Gott, Leute, ich habe gerade geschrieben, hast du einen Freund? Aber es hat nicht funktioniert und sie schreibt, ich habe auch einen Freund, Uwu. Oh mein Gott, Leute, sie schreibt Uwu. Das heißt, sie ist ein perfektes Online-Data-Mädchen. Ich habe einfach mal geschrieben, oh, das freut mich für dich. Sie schreibt, ja, wir sind auch voll glücklich zusammen und lieben uns. Oh mein Gott, Leute, das tut mir irgendwie auch ein bisschen leid. Aber Leute, ich mach's fürs Video. Ich werde es danach auch aufklären. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, dass ich voll der Blödmann bin. Also ja, ich treffe mich auch gleich mit ihm. Ich habe geschrieben, okay, alles klar, ich will nicht stören. Und ich habe nochmal geschrieben, ich gehe da mal nach Hause. Alles gut, du störst nicht. Und ja, okay, alles klar. Das heißt, sie hat auf jeden Fall geschrieben, alles klar, du störst nicht. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen, uns irgendwo verstecken und warten, bis sie aus diesem Starbucks rausgeht. Und vielleicht geht sie dann echt zu ihrem Freund. Wir können sie dann verfolgen. Sie meinte ja, sie trifft sich mit ihm. Das heißt, ich werde sie ganz kurz beobachten. Sie steht immer
immer noch da drin. Ich hoffe einfach, dass ihr mich von hier aus nicht sieht. Aber ich denke nicht. Leute, würdet ihr mich so entdecken? Leute, jetzt habe ich eine Millisekunde nicht aufgepasst und sie ist einfach verschwunden. Aber zum Glück habe ich gesehen, dass sie hier irgendwo in diese Richtung gelaufen ist. Okay, Leute, ich habe sie gefunden. Da sind sie. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau machen soll. Okay, auf jeden Fall sind sie jetzt gerade da drin und sie sind irgendwie am Fernsehschauen oder... Nee, sie sitzen einfach nur auf der Couch. Okay, Leute, sie hat auf jeden Fall was geschrieben. Sie hat geschrieben, ich bin ja so froh, dich zu haben. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall zu 100% ihr Freund. Ich werde jetzt in dieses Haus reingehen. Leider ist das Haus abgeschlossen. Habe ich gerade schon versucht. Das heißt, wir brauchen ganz schnell einfach mal einen Schlafsack. Warte mal, wo sind die Schlafsäcke? Ach da, oh mein Gott, Leute. Und jetzt müssen wir ganz schnell... wird das funktionieren? Oh, es hat funktioniert. Hey, Leute, wir werden jetzt reingehen und wir werden einfach schreiben, wie kannst du nur? Let's go, Leute, wir laufen rein. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt hier und ich schreibe jetzt einfach das Ganze in den Chat. Oh mein Gott, Leute, ich wurde im Chat einfach erkannt. Oh mein Gott, bitte sag nichts. Das wäre übelst der Fail, wenn das alles kaputt geht. Wie kommst du denn hier rein? Geh raus, schreibt sie. Du komische, oh mein Gott, geh weg. Ich habe jetzt Warte geschrieben und sie schreibt noch irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Leute. Aber sie hat auf jeden Fall was geschrieben. Oh mein Gott, Leute, er schreibt, was machst du hier? Und ich habe geschrieben, ich habe dir erzählt von meinem Freund, der fremdgegangen ist. Ja, hast du. Er schreibt einfach, Digga, was? Ich habe es geschrieben, er was? Er betrügt dich, aber man sieht das Ganze nicht. Das würde mein Baba-Boy niemals machen. Okay. Ich habe geschrieben, doch, glaub mir. Er hat gesagt, er ist mit mir zusammen und dann ist er mir fremd gegangen. Und ich habe fremd extra falsch geschrieben. Er schreibt einfach, nee. Also irgendwie hat er gar keine Motivation. Du dahergelaufene Straßenkatze, was willst du von uns? Unsere Beziehung zerstören? Wie wagst du nur? Er schreibt, das stimmt nicht. Ich habe einfach geschrieben, doch, glaub mir. Er hat geschrieben, nee, nee. Und sie schreibt, beweis es. Ich habe einfach geschrieben, er hat jeden Tag 3 neue Freundinnen. Jetzt sind wir in einer komischen Situation. Weil sie meinte, ich soll es beweisen. Das würde mein Baba-Boy nie machen, Uwu. Das stimmt nämlich nicht, schreibt er noch. Und was ist hier eigentlich los? Hä? Sie hat einen Lami-Gelb an. Ich hoffe, die erkennt mich nicht. Aber ich habe einen anderen Skin. Ich hoffe, das passt. Hä? Warte mal. Leute, er schreibt einfach, du hast recht? Was? Okay, okay, Leute, ich glaube, ich bin... Leute, die Verwirrung ist verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich bin gerade sprachlos. Wie wagst du? Hä? Warte mal, er hat mir jetzt einfach recht gegeben? Okay, Leute, jetzt verstehe ich gar nichts. Ich hasse dich. Er schreibt einfach, Hä? Und da ist einfach ein Bacon-Skin vor der Tür. Hä? Was geht hier ab? Erstmal die Polizei, Zuschauer und noch was? Ich schreibe einfach, stimmt wirklich. Oh mein Gott, Leute, wer kennt das Meme? Hä? Und jetzt macht er dem Bacon die Tür auf. Ach, Leute, ich kapiere gar nicht, was hier abgeht. Leute, ich glaube, es wird Zeit, meine Tarnung einfach mal abzulegen. Also, Leute, das Ding ist, wir haben ja gerade sowieso einen Fan von mir irgendwo hier. Oh, sie fährt gerade weg. Sie schreibt, oh mein Gott, hi, und sie freut sich irgendwie mega. Hä, jetzt hat sie irgendwie ihren Skin gewechselt? Warte mal, Leute. Sie hat zu dem Bacon-Skin Ey Babe geschrieben. Oh Mann, Leute, diese Online-Data, sie sind viel zu sus. Aber Leute, ich würde sagen, das war zu viel Internet für heute und auf jeden Fall genug Internet für heute. Ich würde sagen, auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Falls ihr mehr von diesem sehen wollt, unbedingt Daumen nach oben, dann abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos in Zukunft zu verpassen. Hier auf der rechten Seite könnt ihr auf jeden Fall die letzten Videos abchecken oder den Kanal abonnieren und schreibt gerne einen Kommentar mit, wie sus ihr die Online-Data fandet. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Joint gerne auf meinem Discord-Server. Instagram-Link ist auch in der Videobeschreibung und meine Roblox-Gruppe. Dort bekommt ihr diesen nice Merch an, wo ganz viele Namen von euch draufstehen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Ciao.